Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Menschenrechte, Drucksache 19-7573. Herr Kollege Merz von der SPD hat sich zu Wort gemeldet. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Bitte schön, Herr Kollege Merz, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag, der hier zur Beratung vorliegt, ist schon ein paar Tage älter. Die Unwägbarkeiten der parlamentarischen Behandlung und Handlungsabläufe haben dazu geführt, dass wir ihn heute aufrufen. Ich finde, dass aber heute ein aus zwei Gründen sehr passender Zeitpunkt ist, einen Antrag zum Thema Menschenrechte zu beraten. Zum Ersten, in der nächsten Woche, am 10. Dezember, wird sich zum 70. Mal der Tag jähren, an dem die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet haben. Dieser Tag wird seither als der Tag der Menschenrechte international begangen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist sicherlich nicht ohne Einfluss geblieben auf den Grundrechtekatalog in Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes und der daraus resultierenden, stringent abgeleiteten Formulierung des Artikels 20 Grundgesetz mit dem Demokratiegebot, dem Föderalismusgebot, dem Rechtsstaatsgebot und dem Sozialstaatsgebot. Alles dieses sind Strukturprinzipien unserer Demokratie, die aus den Menschenrechten unmittelbar abzuleiten sind. Sie sind auch nicht ohne Einfluss geblieben auf die in 1950 verabschiedete Menschenrechtskonvention des Europarates. Alle diese drei Regelwerke zu den Menschenrechten auf der nationalen wie auf der internationalen Ebene prägen das gesellschaftliche und politische Zusammenleben in unserem Lande nach wie vor. Auch die auf der Grundlage insbesondere der UN-Menschenrechtserklärung ergangenen Konventionen der Vereinten Nationen, nämlich beispielsweise der Behindertenrechtskonvention und der Kinderrechtskonvention. Alle diese Regelwerke verpflichten alle staatlichen und kommunalen Instanzen, und sie sind auch bis in unser gesellschaftliches und privates Leben hinein bestimmend geworden. Ich will auf ein paar Aspekte hinweisen, die in diesem Zusammenhang mir wichtig scheinen. Die Gleichberechtigung der Frau, der erreichte Stand der Gleichberechtigung der Frauen in diesem Lande, wäre ohne die normative Setzung des Grundgesetzes nicht erreicht worden. Die Frage des Verbotes von Gewalt in der Ehe, die Frage des Verbotes oder der Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe, die Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe, die Frage des Züchtigungsverbotes gegenüber Kindern in Familien, alles dieses sind Regelungsgehalte, die unser Privatleben mitprägen und die aus den Menschenrechten unmittelbar abgeleitet sind. Was ich damit sagen will, ist dies: Die Menschenrechte sind nicht nur normativ die Grundlage des gesellschaftlichen und politischen Zusammenlebens in diesem Lande, sondern sie sind es auch in der alltäglichen gelebten Realität, jedenfalls weitgehend. Und da, wo sie es nicht sind, sollten sie es sein. Und daran mahnt uns jedes Jahr der Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Zweitens. Dies ist die letzte Plenarsitzung, mutmaßlich die letzte Plenarsitzung, bevor in diesen Landtag eine Fraktion eintritt, eine Fraktion einzieht, einer Partei, deren Verhältnis zu den Grund- und Menschenrechten man, ich will es mal sehr, sehr vorsichtig ausdrücken, mindestens man als gespannt, eher als gebrochen, jedenfalls nicht über jeden Zweifel erhaben betrachten muss. Und deswegen, und weil sich diese Fraktion, die vermutlich auf dieser Seite des Hauses dann Platz genommen haben wird, weil sich diese Fraktion in Übereinstimmung mit durchaus bedeutenden Teilen der Bevölkerung befindet, mit Teilen der Bevölkerung, denen die Würde des Menschen nicht unantastbar ist oder deren Verständnis von Menschenwürde beim deutschen Pass endet, oder teilweise noch nicht einmal bei Menschen, die den deutschen Pass, Sie kennen alle die Debatte, die jetzt um den Begriff Passdeutsche entbrannt ist, noch nicht einmal da endet,
weil diese Menschen die Meinungsfreiheit nur dann achten, wenn es ihre eigene Meinungsfreiheit angeht, dass sie das Diskriminierungsverbot nur dann achten, wenn sie selber sich diskriminiert fühlen, dass sie den Artikel 16a Grundgesetz im Grunde für entbehrlich bzw. für Humanitätsduselei halten, also in vielerlei Hinsicht dokumentieren und immer auch wieder zur Kenntnis geben, dass ihnen die Menschenrechte im Grunde nicht gelten. Deswegen glauben wir, dass es wichtig und notwendig ist, mit Nachdruck und bei jeder Gelegenheit auf die Einhaltung der Menschenrechte hinzuweisen und immer wieder auch auf den Text der Menschenrechte hinzuweisen. Ich könnte jetzt die 5 Minuten sind Herr Kollege, jetzt doch sehr, ja, die 5 Minuten sind leider sehr viel länger, sehr viel schneller vorbeigegangen, als ich dachte. Ich glaube auch aus persönlicher Erfahrung, dass insbesondere die Schülerinnen und Schüler in diesem Lande es gut vertragen könnten, wenn in ihren Schulen unmissverständlich und überall ein Hinweis auf diese drei großen Regelwerke, die unser gesellschaftliches und politisches Zusammenleben prägen, ausgebracht würden. Und weil dies alles so ist und weil wir in der Situation sind, in der wir sind, wäre ich für eine Zustimmung zu unserem Antrag außerordentlich dankbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Müller von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich kann den Ball vom Herrn Merz gerade aufnehmen, da wir uns im Thema wahrscheinlich im Kern nicht widersprechen. Sie mussten wegen der Redezeit stoppen an dem Punkt, wo Sie ein paar Rechte auflisten mal wollten, um die es eigentlich geht. Es erscheint uns vielen selbstverständlich, das, was vor 70 Jahren niedergelegt wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber unser aller Aufgabe, und das dürfte uns hier im Hause auch einen, wird sein und war immer und wird auch in Zukunft so bleiben müssen, darauf zu achten, dass die Rechte eingehalten werden, nicht nur im politischen Raum, sondern darüber hinaus bereits im Privaten. Und deshalb möchte ich sie noch einmal auflisten, auch wenn sie den meisten wie selbstverständlich erscheinen. In der Erklärung niedergelegte Rechte sind nichts anderes, als dass kein Unterschied bestehen soll zwischen Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer, sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkünfte, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Das ist deshalb wichtig, weil es meines Erachtens verdient, in jeder Diskussion, in der Zweifel erhoben werden, dafür zu kämpfen, dass dies selbstverständlich bleibt. Und richtig ist auch, wir sollten diese Thematik, und das mögen dann die machen, die ab Januar hier sitzen, tatsächlich in der dann neu zusammengesetzten Form dieses Landtages im 71. Jahr der Niederlegung dieser Rechte noch einmal diskutieren, bei einem völlig neu zusammengesetzten Haus. Da gebe ich meinem Vorredner ausgesprochen recht. Wenn man sich diese Auflistung der Rechte betrachtet, dürfte es hier und da mit Sicherheit eine zumindest spannende Diskussion geben können. Richtig ist auch, vieles von dem, was wir nach 1948 an verschiedensten Übereinkünften und Grundlagen formuliert haben, geht zurück auf diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass dies das wohl am häufigsten übersetzte Dokument ist. Das zeigt, dass es weltweit in allen Sprachen dieser Welt längst Niederschlag gefunden hat, wenngleich es noch nicht überall selbstverständlich ist. In unzähligen Verfassungen ist es niedergeschlagen, ist übernommen worden in ein Völkergewohnheitsrecht. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, um die Auflistung vom Vorredner Herrn Merz noch einmal ein bisschen zu vervollständigen. 1969 die Antirassismuskonvention, 1979 die Frauenrechtskonvention, nicht zuletzt in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten oder bei der Französischen Revolution bis schließlich 1948 in der Genfer Konvention. Überall schlägt sich die Idee und die Grundlage nieder, die bis zum heutigen Tage dann auch Gültigkeit hat bei uns im Lande in Form des Grundgesetzes, was so viel Vorbildfunktion bereits in der Welt schon hat. Für die Schülerinnen und Schüler gibt das Land Hessen, ich glaube, in der 9. Klasse jeweils Unterlagen aus, die auch die Bedeutung dieses Grundrechts, dieses Tages untermauern sollen. Es gibt eine Broschüre informationeller Art vom HKM. Es gibt das Grundgesetz, natürlich die Erklärung der Menschenrechte, die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die Charta der Vereinten Nationen. Alles das wird den Schülerinnen und Schülern übergehen. Ich finde das auch richtig, damit die Information erst einmal dort sitzt und vorhanden ist, wo sie auch hingehört. Ich selber habe
auch wenn ich weiß, ob es in der 9. Klasse war. Mein Exemplar heute noch, ist ein bisschen verstaubt, aber es ist nach wie vor gültig. Sprich, das hat eine längere Tradition. Das alles ist aber auch nur symbolisch. Wichtig für uns alle wird sein, und das ist heutzutage, wenn man sogar in europäischen Ländern Zweifel haben kann, ob alle diese aufgelisteten Rechte noch gleichermaßen beachtet werden. Wichtig ist, dass wir das mit Leben erfüllen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam auf die Einhaltung dieser Rechte ein Auge behalten, dass wir bei Diskussionen aufstehen, wenn es den Anschein erweckt, dass sie entgleiten, dass wir im Internet oder auch bei Printmedien die Stimme erheben, wenn wir merken, diese Menschenrechte werden nicht gebilligt, werden infrage gestellt oder sind Grund für die Diskriminierung einzelner Personen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist in der Tat eine Aufgabe, die mit der Jugend einhergeht, die sehr internetaffin ist. Und Sie wissen alle aus eigener Erfahrung vornehmlich, dass dort oftmals Hemmnisse fallen und dass man gerade auch die eben aufgelisteten Grundrechte schlichtweg nicht mehr beachtet. Darauf gilt es zu achten. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir gemeinsam an dem Ziel festhalten müssen, diesen Weg weiterzugehen, ohne Symbolpolitik. Ein politisches, ein persönliches, ein privates Handeln kann und muss dazu führen, dass die Rechte, die verbrieft sind, früher oder später tatsächlich zur Selbstverständlichkeit werden, nicht nur bei unserem Lande, sondern weltweit, und da ganz besonders in den Ländern, in denen momentan Zweifel herrschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wilken von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Kriege ich mal Saft? Jetzt geht's? Okay. Ich gebe meinen beiden Vorrednern sehr recht, was die Bedeutung der Menschenrechte anbelangt. Und ich hoffe sehr, dass wir, die wir jetzt diesem Landtag angehören, auch im nächsten Landtag einhellig und einer Meinung dagegen stehen werden, wenn hier aus rassistischen Gründen Diskriminierungen passieren. Ich gebe meinen Vorrednern auch ausdrücklich da recht, wo sie ausgeführt haben, dass wir im alltäglichen Leben uns bewusst sein müssen, wo wir Menschenrechte überall beachten, welche Bedeutung sie haben, sie also alltäglich runterbrechen müssen. Ich habe durchaus meine Zweifel, ob ein Aushang à la Jugendschutzgesetz in öffentlichen Gebäuden da wirklich hilfreich ist, sei es drum, aber mir wäre es dann eigentlich, ich hätte es schöner gefunden, Herr Merz, wenn Sie aus diesem Anlass jetzt einen neuen Antrag eingebracht hätten, der sich auf den Jahrestag denn auch wirklich bezieht. Aber beim Thema sind wir durchaus einer Meinung, Ihre Methode fragwürdig. Deswegen fragwürdig, weil ich lieber darüber reden würde, wie wir in unserer alltäglichen Politik die Menschenrechte beachten müssen. Und da habe ich mein Problem, wenn wir anlässlich des Jahrestags der Verkündung der Menschenrechte in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main mit der Seebrücke wieder erneut auf die Straße gehen müssen, um dafür zu kämpfen, dass sich die Stadt Frankfurt als sicherer Hafen für Geflüchtete endlich erklärt. Sie aber als SPD-Fraktion in Frankfurt am Main vor CDU und Grünen eingeknickt sind und unserem Antrag, was Menschenrechte für Geflüchtete heißt, eben nicht zugestimmt haben, sondern an der Stelle eingeknickt sind. Dieses alltägliche Engagement für Menschenrechte würde ich sehr viel lieber beklatschen als einen Aushang in öffentlichen Gebäuden. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Wilken. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bedauere es schon wieder einmal, wenn ich nach dem Kollegen Wilken rede, dass man eine Gelegenheit nicht nutzt, die man eigentlich nutzen könnte hier, dass wir im Zusammenhang mit Freiheitsrechten, Menschenrechten, unserem Grundgesetz hier nicht in diesem Hause, vom Kollegen Merz ist es angesprochen worden, vielleicht zum letzten Mal
ohne eine Fraktion, die an vielen Punkten die Lage der Welt und auch der Menschenrechte und auch der Grundfreiheiten anders sieht, in diesem Hause nicht in der Lage ist, vielleicht einmal die Gemeinsamkeiten zu betonen und zu sagen, dass das, was wir hier gerade besprechen, nämlich den Wert dieser Grundrechte, die wir haben, den Wert der UN-Konvention für die Menschenrechte, den Wert unseres Grundgesetzes, den Wert der Europäischen Konvention hier betonen und anstatt dies zu tun, wieder die kleine parteipolitische Kugel schieben. Das finde ich leider, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier Einigkeit, und ich glaube, die Masse des Hauses sieht es auch so, dass wir hier die Einigkeit betonen. Und ich möchte dem Kollegen Merz ausdrücklich zustimmen, indem wie er das beschrieben hat und was er beschrieben hat. Und ich wundere mich manchmal, und das kann man ja vielleicht auch in einer dieser letzten oder der letzten Sitzung dieses alten Parlaments sagen. Ich wundere mich manchmal und habe manchmal das Gefühl, dass viele oder einige Menschen gar nicht mehr zu wertschätzen wissen, in welchem freien und offenen Land wir hier leben und welche Werte und welche Werte uns von den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes zum Beispiel mitgegeben worden sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige gar nicht mehr wissen, was diese Werte bedeuten und warum die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes zum Beispiel dafür eingetreten sind, das in das Grundgesetz zu schreiben, oder diejenigen, die die UN-Menschenrechtskonvention geschrieben haben, warum sie das geschrieben haben, aus der Erfahrung von Kriegen, aus der Erfahrung von Mord, aus der Erfahrung von Verfolgung wurde das geschrieben, und das war etwas, wo sich die Wertegemeinschaft darauf geeinigt hat. Und deswegen hat das so einen hohen Wert, und deswegen ist es auch gut, dass wir das heute so betonen können. Und ein Blick in das Grundgesetz würde dem einen oder anderen vielleicht auch einmal gut tun, zu schauen, was da denn alles so an Werten ist, die Entfaltung der Persönlichkeit zum Beispiel oder die Würde des Menschen. Ein ganz einfacher Satz in Artikel 1 unseres Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung für alle staatliche Gewalt. Das ist ein ganz einfacher Satz, aber dieser Satz sagt so viel aus über das, wie wir gemeinsam in diesem Land zusammenleben und was für Werten wir uns hier versammelt haben. Und deswegen finde ich gut, dass wir die Gelegenheit hier nutzen, in der letzten Sitzung dieses Parlaments das auch noch einmal zu betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Gleiche gilt für die UN-Menschenrechtskonvention, in 30 Artikeln hinterlegt, wie die Gemeinschaft der Menschen zusammenleben soll. Und auch dort sind viele wichtige Zielsetzungen, auch gerade im Bereich des Zusammenlebens, normiert worden. Das Gleiche gilt für die UN-Konvention, für die EU-Konvention zum Schutze der Menschenrechte im Europarat. Auch dort haben wir das Zusammenleben in Europa und in der Welt und mit anderen Menschen normiert. Und der Kollege Merz hat es ja auch angesprochen. Wenn wir uns zum Teil heute in unserem Land umschauen, wie Menschen mit diesen Rechten umgehen und wie sie diese Rechte infrage stellen, wenn wir nach Europa schauen, wenn wir sehen, wie in vielen Ländern heute rechtsgerichtete Regierungen an der Macht sind, wie sie diese normierten Rechte infrage stellen für einzelne Gruppen, oder auch wenn wir die UN uns anschauen als Institution, wie auch dort diese Gemeinsamkeiten infrage gestellt werden. Wir brauchen da ja nur auch an Präsidenten von großen Staaten dieser Welt uns anzuschauen, wie da mit diesen Rechten umgegangen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, in welchem tollen Land wir hier leben und welche Grundrechte uns hier garantiert sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun ist es ja zu dieser Diskussion gekommen. Es war ja ein bisschen dagegen gesetzt, die Frage des Aufhängens von Kreuzen in öffentlichen Gebäuden. Das war ja so ein bisschen die Grundlage, weswegen dieser Antrag ja auch geschrieben worden ist. Aber es gilt genau das Gleiche für die Kreuze wie für das Aufhängen dieser Konventionen. Ich glaube, dass
es nicht, Kollege, wir müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass es nicht die Grundlage sein kann, dass da, wo Kreuze hängen, heißt es noch lange nicht, dass dort die christlichen Werte gelebt werden und dass dort die christlichen Werte auch Einzug halten. Das ist nicht immer der Fall. Und genauso sehe ich das im Bereich dieser Konventionen, wo Sie fordern, dass die überall aufgehängt werden. Ich glaube nicht, dass das Aufhängen das Ziel sein muss, das Aufhängen dieser Konvention das Ziel sein muss. Ich glaube, dass das Ziel sein muss, dass wir alle diese Werte leben, dass wir dafür kämpfen, dass wir dafür eintreten, dass wir dafür streiten, dass diese Werte manchmal weiter existieren und dass wir weiter unter diesen Werten leben müssen. Ich glaube, dass es nicht zielgerichtet ist, das überall hinzuhängen. Ich glaube, Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass das der verkehrte Weg ist. Und deswegen werden wir diesen Antrag auch leider ablehnen müssen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Frömmrich, den intellektuellen Spagat den Linken vorzuwerfen, Sie würden die Unterschiede betonen und dann hier mit auszugehen zu sagen, Sie lehnen den Antrag ab. Der wird wahrscheinlich entweder in der zweiten Runde hier erklärt von Ihnen oder Ihr Geheimnis bleiben. Aber Sie haben trotzdem etwas sehr Wichtiges gesagt. Da möchte ich direkt auf Sie eingehen. Die Frage der Menschenrechte, die Frage der Grundfreiheiten, die Frage, ist es notwendig, das an die Wände unserer öffentlichen Gebäude zu hängen, oder ist es die Frage, wie können wir das stärker wieder ins Bewusstsein der Menschen bekommen in unserem Land, die Wertschätzung für diese Rechte, die für uns einfach so selbstverständlich geworden sind, wie vieles in diesem Land. Vieles in unserem Land ist mittlerweile selbstverständlich geworden und wird scheinbar zur Disposition gestellt. Jedenfalls haben wir das Gefühl, dass manchmal Dinge, die vertraut sind, die selbstverständlich sind, plötzlich zur Disposition stehen. Und darum, liebe Freunde von der SPD, finde ich gut, dass wir hier vielleicht auch passend zur letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode ein solches Thema auch zur Debatte stellen. Auch da möchte ich noch einmal Kollegen Frömmrich ein bisschen korrigieren. Das soll jetzt kein oberlehrerhaftes Korrigieren sein, es ist mir einfach nur wichtig, sondern es ist nicht alles in Deutschland auf Flüchtlingskrisen zurückzuführen oder kriegerische Auseinandersetzungen, sondern die Menschenrechte entstammen natürlich der Aufklärung und den Erkenntnissen, den Menschen in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen. Das ist natürlich die eigentliche Geburtsstunde der Menschenrechte. Und auch das wollte ich nur kurz hinterlegen. Und das Besondere ja an der Erklärung der Menschenrechte der UN war ja, dass sie sozusagen eine Verbindung zwischen dem damalig gegeneinander stehenden Partnern oder Gegnern im Kalten Kriege im Westen und im Osten entstanden sind. Es gab ja die aus der Aufklärung entstandenen Freiheitsrechte, die in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung oder in der Französischen Revolution eine große Rolle gespielt haben. Und in dieser UN-Erklärung kamen eben noch zwei Aspekte dazu, die gerade von den sozialistischen Ländern eingefordert worden sind, dass es eben auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte in den Menschenrechte aufzunehmen. Und das war eben auch das Besondere, zwischen zwei ideologischen Blöcken übergreifend sich auf so etwas zu einigen, wobei ich mir den Eindruck hatte, der eine politische Block hat das ernster genommen, auf was man sich geeinigt hat, als der andere. Also von daher, das ist aber nur eine persönliche Wertung von mir, von daher ist es schon gut, dass wir heute dieses Thema hier unterbringen. Und die SPD hat noch einmal ein Stück weit ins Schwarze getroffen. Es gibt eine Umfrage der Europäischen Union, dass über 75% der Bürgerinnen der EU sich wünschen würden, dass wir intensiver sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, auch noch einmal deutlich, dass dieses Thema eine Rolle spielt und es gut ist, auch regelmäßig damit zu arbeiten. Die Frage, und die ist von Herrn Kollegen Frömmrich oder auch von anderen hier gestellt worden, ist diese Methode, die hier vorgeschlagen ist, die adäquate und richtige. Ich glaube, sie würde nicht schaden, aber einfach das sich mal praktisch vorzustellen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 30 Artikel, 12 Seiten, da brauchen wir schon eine große Wand, oder wenn wir die 59 Artikel der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte aufhängen würde. Also das ist einfach auch
aus praktischen Überlegungen etwas, wo wir sagen würden, wir halten es für absolut wichtig und gerechtfertigt, so einen Antrag zu stellen. Wir würden uns aber einen anderen Weg wünschen und vor allem das, was hier auch gesprochen wurde, zu sagen, den Weg zu gehen zu mehr Wertschätzung, dass auch die Herleitung, dass die Historik, warum ist das wichtig für uns? Und auch das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Die Wurzeln der Aufklärung, die Wurzeln der Freiheit, die Weiterentwicklung auch im Bereich auf die sozialen Rechte, das ist das, was die Demokratie ausmacht. Das ist das, was uns hier als politisches Wesen ausmacht. Und darum haben wir uns dazu überwunden, den Antrag nicht abzulehnen, sondern uns zu enthalten und ihn auch noch einmal zu danken, dass Sie dieses Thema heute hier auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich glaube, es ist gut für einen persönlichen Ausgang in dieser Plenarperiode. Und vielen Dank, Herr Merz, noch einmal für Ihren Beitrag. Ich werde ja nicht mehr so viele genießen dürfen. Noch einmal herzlichen Dank für Ihr Engagement hier an diesem Pult. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Puttrich. Bitte schön, Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Wahrung der Menschenrechte ist Grundlage unseres politischen Arbeitens. Das sollte uns alle miteinander auch verbinden. Und es ist immer richtig, über Menschenrechte zu reden, das Bewusstsein zu schärfen, darüber zu informieren. Ich glaube, das ist vollkommen unbestritten. Die Frage ist nur, in welcher Form setzt man sich mit den Menschenrechten auseinander? Wie informiert man die Öffentlichkeit? Und ist es denn wirklich ein adäquates Mittel, die entsprechenden Publikationen, wie es eben angesprochen wurde, in großem, seitenreichen Umfang an schwarze Bretter in öffentlichen Gebäuden zu hängen. Und da würde mir jetzt nicht reichen, es nutzt nicht, es schadet nicht, sondern ich würde schon sagen, es muss auch nutzen. Und Aushänge hinzuhängen ist halt nicht das adäquate Mittel, um hier die Bevölkerung und Besucherinnen und Besucher von öffentlichen Gebäuden oder von Schulen auf die Menschenrechte hinzuweisen und insbesondere, dass sie sich mit der Materie auseinandersetzen. Dass das unbestritten notwendig ist, das wissen wir alle miteinander. Es sind ja zahlreiche Beispiele genannt worden. Die kann man innerhalb Europas, die kann man innerhalb der Welt, die kann man auch in eigenem Land beschreiben, wie wichtig es ist, Menschenrechte zu achten und auch gegen die Verletzung der Menschenrechte aufzustehen und Menschen darüber aufzuklären. Es ist angesprochen worden, dass am schwarzen Brett aufzuhängen unter Umständen neben den Brandschutzhinweisen wird dem Fall nicht gerecht oder wird der Sache nicht gerecht. Deshalb mehrere Hinweise. Es gibt sehr probate Mittel, um auf Menschenrechte hinzuweisen. Es gibt z.B. im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin gibt es Glasscheiben, Grundgesetz 49 des israelischen Künstlers Dani Karavan. Das sind schöne Möglichkeiten, um auf etwas hinzuweisen. Da schauen Menschen hin, sie schauen es sich an. Und das kann eine Motivation sein, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Deshalb sollte man immer sehen, in welcher Form macht man das, in welcher Form kann man das Bewusstsein schärfen. Sie haben von Ihrer Seite darauf angesprochen, Sie haben angesprochen, dass wir uns in Schulen insbesondere für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen sollten. Na, selbstverständlich, das müssen wir und das tun wir auch. Wir tun das in Schulen, wir tun das auch gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung und möchte Ihnen einige wenige Beispiele nennen. Wenn wir uns den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan anschauen, der ja immerhin gilt für Kinder bis 10 Jahre, dann ist der darauf aufgebaut, dass hier die konsequente Vermittlung der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten nicht erst im Schulalter, schon wesentlich früher geschehen soll, nämlich dass auch schon kleine Kinder herangeführt werden in einer Erziehung zu Toleranz, Gleichberechtigung und Freundschaft zwischen verschiedenen Kulturen. Es fängt sehr früh an, und es muss auch sehr früh anfangen. Und sehr geehrte Damen und Herren, es geht in der Schule weiter. Das Hessische Schulgesetz, in dem sind die entsprechenden fächerübergreifenden Bildungsziele verankert. Dort finden die Menschenrechte ihren entsprechenden Niederschlag in den Kerncurricula der Unterrichtsfächer Politik und Wirtschaft sowie Ethik. Und da gehört es auch hin, da wird es entsprechend vermittelt. Und nicht nur das, es ist auch angesprochen worden von Abgeordneten Möller. Nach dem Jahrgang 9 werden den Schülern umfangreiche Informationen übergeben, und zwar nicht unvorbereitet, sondern vorbereitet. Und das ist wichtig. Es soll nicht in der Ecke verschwinden, sondern soll auf fruchtbaren Boden fallen mit den entsprechenden Vorbereitungen. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, wir unterstützen die Schulen bei Projekten zu Menschenrechten und zur Teilnahme an Programmen wie UNESCO-Projekt Schulen, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage oder demokratisch handeln. Ich glaube, das sind adäquate Mittel, um junge Leute zu sensibilisieren für die Wahrung der Menschenrechte und nicht Aushänge in Schulen.
Wir haben natürlich nicht nur in Schulen die entsprechende Befassung mit dem Thema Menschenrechte, sondern auch außerschulisch. Da möchte ich Sie hinweisen, und ich glaube, das ist auch wertvoll und wichtig, dass man immer einmal sagt, was schon passiert, und darauf hinzuweisen und auch in der Öffentlichkeit zu sagen, es gibt Orte, in denen man sich auch noch besonders damit beschäftigen kann, z.B. bei dem Pädagogischen Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts, des Jüdischen Museums in Frankfurt, an den Gedenkstätten in Hadamar, Breitenau und Rutzheim, dem Dokumentations- und Informationszentrum Stadt Allendorf oder den Grenzmuseen Point Alpha und Schiffersgrund. Alles Orte, in denen auch außerschulisch eine besondere Auseinandersetzung mit Menschenrechten und mit der Wahrung der Menschenrechte geschieht. Insofern, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen einige Beispiele genannt, in denen wir uns intensiv damit beschäftigen. Das darf nicht aufhören. Es muss weitergehen, gar keine Frage. Und deshalb ist eine einmalige Befassung, ein einmaliges Aushängen, wie gesagt, nicht das, was wir uns darunter vorstellen, wie wir Menschen dafür sensibilisieren, sich mit den Menschenrechten entsprechend auseinanderzusetzen. Insofern, sehr geehrte Damen und Herren, schlichte Aussagen ist nicht ausreichend. Deshalb dauerhaft weiterarbeiten, pädagogisch, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das ist die richtige Antwort, wie man mit dem Thema Menschenrechte in der Öffentlichkeit umgeht. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Kollege Merz von der SPD-Fraktion hat sich schon einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es sind ein paar Dinge in dieser Debatte jetzt gesagt worden, die ich nicht unwidersprochen lassen will bzw. die ich erläutern will. Erstens, Frau Ministerin, die Frage, wo eine solche Erläuterung oder der Text der Menschenrechte aufgehängt wird und ob das neben der Brandschutzverordnung sein muss, ist etwas, was die Landesregierung dann zu besorgen hätte, darauf hinzuweisen, dass das in einem würdigen Rahmen und an einer würdigen Stelle geschieht. So wie das bei anderen symbolischen Handlungen, die der Staat ja begeht und zu Recht begeht, auch der Fall ist. Wir hängen vor alle öffentlichen Gebäude die Fahne des Bundeslandes Hessen und die Fahne der Bundesrepublik Deutschland und die Fahne der Europäischen Union. Und bei Gelegenheit hängen wir sie auch Halbmast. Das sind symbolische Handlungen, die einen Sinn haben, einen tiefen Sinn, genau wie dieser Vorschlag einen genau so symbolischen Sinn hat. Natürlich wissen wir, dass das Aushängen von Menschenrechten oder den grundlegenden Texten zu den Menschenrechten in allen öffentlichen Gebäuden nicht das Ende der Menschenrechtspolitik ist. Aber wenn man einen kleinen Schritt, Sie haben gesagt, Herr Kollege Frömmrich, das reicht nicht aus. Die Frau Ministerin ist jetzt nicht müde geworden, das zu betonen. Der Kollege Rock hat das auch gesagt. Ja, das wissen wir, dass das nicht alles ist. Aber ein kleiner Schritt ist ein kleiner Schritt. Und wenn wir immer nur das täten nach dem Motto, ja, man müsste aber eigentlich ja noch viel mehr machen, dann hätten wir in unserem ganzen politischen Leben alle, wie wir hier sitzen, noch nie was getan. Noch nie etwas getan. So. Und jetzt noch einmal zur symbolischen und auch zur tiefen politischen Debatte. Herr Kollege Frömmrich, Sie haben auf den Anlass hingewiesen, vollkommen richtig, und leider ist das meiner begrenzten Redezeit dieser Teil meiner Rede zum Opfer gefallen. Ja, der Anlass war der Beschluss oder die Anordnung des bayerischen Innenministers Söder, in allen öffentlichen Gebäuden in Bayern das Kreuz aufzuhängen. Ich will jetzt nicht über die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieses Vorgangs reden, und ich will auch nicht darüber reden, dass der bayerische Ministerpräsident dieser Frage versuchte, aus dem Weg zu gehen, indem er das Christentum quasi zu bayerischem Brauchtum umdefiniert hat. Nach dem Muster hätte man auch eine Lederhose aufhängen können in den öffentlichen Gebäuden, wenn es um das bayerische Brauchtum ginge. Ich habe darüber nicht zu rechten, und die bayerischen Bischöfe haben dazu das Notwendige gesagt. Aber die Kernfrage, Herr Kollege Frömmrich, war, was ist die Leitkultur, wenn es denn, ich benutze diesen Begriff zur Abwechslung mal, was ist die Vorstellung in diesem Lande von den Grundlagen unseres Zusammenlebens? Und in einer säkularen Gesellschaft, können das nur die aus der Auseinandersetzung und teilweise in Verlängerung von christlichen, auch christlichen Vorstellungen hervorgegangene Idee der Menschen- und Bürgerrechte als Abwehrrechte gegen den Staat, als unveräußerliche Rechte in den Worten der Menschenrechte, der Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson, dessen Gott übrigens kein christlicher Gott war, dies nur nebenbei.
Das ist die Geschäftsgrundlage, die unabdingbare Geschäftsgrundlage für unser Zusammenleben. Deswegen ist es nicht gleichgültig, was in öffentlichen Gebäuden hängt und was dort nicht hängt. Es liegt eine tiefe symbolische Bedeutung in diesem Vorgang. Darüber kann man sich nicht hinwegeskamotieren, indem man sagt, das reicht aber nicht, danke, das wissen wir, oder indem man darauf hinweist, was man alles schon macht. Auch das weiß ich. Ich habe zwei Kinder, die gerade in 8 und 11 Unterrichtseinheiten in Sachen Menschenrechte gemacht haben. Meine Kinder wissen das. Aber mein Eindruck war und ist auch aus dem Unterricht, dass dort mehr geschehen könnte. Das will ich nur einmal als Fußnote am Rande machen. Und dass es niemandem schaden kann, niemandem schaden kann, bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hingewiesen zu werden, auch durch solche Aushänge, die man würdig gestalten kann, die man an einer angemessenen Stelle platzieren kann und natürlich muss, darauf hingewiesen zu werden, was diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Und das ist die Achtung der Menschen und der Bürgerrechte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deshalb können wir jetzt über den Antrag abstimmen. Wer diesem Antrag mit der Drucksache 19/6573 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktion der SPD, Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Und wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Und somit ist die Linke. Entschuldigung, und die Linke. Und somit ist dieser Dringliche Antrag abgelehnt worden.